Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Rezension von mir. Heute geht es um Schloss aus Glas von Jeanette Walls, das am 21.08. in dieser Filmausgabe im Diana Verlag erschien und am 21.09. in die deutschen Kinos kommt. Es handelt sich hierbei um einen autobiografischen Roman, denn die Autorin Jeanette Walls erzählt in diesem Buch von ihrer eigenen Kindheit und Jugend, die sehr ungewöhnlich ausfiel, denn ihre Eltern lehnen eigentlich jegliche Art eines konventionellen Lebens ab. Sie möchten keine Verantwortung übernehmen, es geht überwiegend um ihre eigenen Bedürfnisse und so sind die Kinder auch oftmals sich selbst überlassen. Die Mutter ist Künstlerin, verdient mit ihren Werken aber überhaupt kein Geld und ihr Vater ist zwar sehr intelligent und erfindungsreich, hat also irgendwie auch alle Qualitäten, die ein Ingenieur mitbringen muss, ist aber überhaupt nicht in der Lage, für längere Zeit ein Arbeitsverhältnis aufrechtzuerhalten und hat außerdem ein Alkoholproblem. Und so zieht diese sechsköpfige Familie mehr oder weniger mittellos eigentlich von Kleinstadt zu Kleinstadt, quer durch Amerika, wohnt immer wieder in sehr, sehr baufälligen Gebäuden, wo nicht mal Strom oder fließend Wasser existiert. Die Kinder kommen immer mal wieder für ein paar Wochen in eine Schule, werden aber auch teilweise zu Hause unterrichtet. Es gibt Phasen, wo die finanziellen Mittel so schlecht sind, dass sie wirklich Hunger leiden. Und auch der Vater hat dann mal Arbeit und mal nicht. Dann verwickelt er sich auch in Streitereien, sodass die Familie wieder Hals über Kopf den Ort verlassen muss und weiterzieht. Die Kinder haben also überhaupt keine Sicherheit. Und so beginnt dieses Buch direkt mit einer sehr starken Szene, in der unsere Protagonistin bzw. die Autorin 3 Jahre alt ist und an einem offenen Feuer kochen muss, weil die Mutter gerade ein Bild malt und dafür weder Zeit noch Lust hat und auch der Meinung ist, dass das 3-jährige Mädchen das Ganze auch schon gut alleine hinbekommt. Und dann passiert ein großes Unglück und das ist für mich direkt eine so starke Szene, mit der dieses Buch hier einsteigt, dass mich die Geschichte ab diesem Punkt auch schon direkt gepackt hat und ich total fasziniert davon war, wie die Autorin aufgewachsen ist, was für ein Leben sie hatte als Kind und Jugendliche. Für mich war auch der eigentlich interessanteste Aspekt dieses Buches der Punkt, an dem die Protagonistin oder Autorin alt genug ist, um ihre Eltern nicht mehr als Eltern zu sehen, sondern als Erwachsene und dann auch diese ganzen Schwächen zu erkennen, die sie ja nun ganz eindeutig haben, in der Tatsache, dass sie eben überhaupt keine Verantwortung übernehmen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse ihrer Kinder stellen und auch vor der Verantwortung und ihren Verpflichtungen fliehen, weil sie denen gar nicht gewachsen sind. Und letztlich ist dieser Punkt der Erkenntnis natürlich in jeder Eltern-Kind-Beziehung entscheidend, aber ich glaube, wenn man solche Eltern hat und deren Verhaltensweisen halt mal wirklich als das sieht, was sie sind, als Schwächen, als Fehler und als etwas, was auch die eigene Zukunft bedroht, dann hat die Erkenntnis, glaube ich, nochmal sehr viel mehr Wirkung als bei einem normalen Eltern-Kind-Verhältnis. Und genau diesen Punkt der Abnabelung fand ich eben an dieser ganzen Geschichte besonders interessant. Ab welchem Punkt die Kinder alt genug sind, sie sind auch alle intelligent, obwohl sie eben nie die Chance hatten, eine normale Schulbildung zu genießen. Aber wie gesagt, der Vater ist nicht dumm, er ist durchaus ein sehr intelligenter Mann. Er gibt seinen Kindern auch unheimlich viel mit, auch was wichtige Dinge fürs Leben, die sie in der Schule wahrscheinlich niemals lernen würden. Und auch diese ganzen Dinge, die sie erleben, lassen sie natürlich stärker werden. Und so sind die Kinder durchaus intelligent, kommen aber eben auch an den Punkt, wo sie sich Gedanken um ihre eigene Zukunft machen und auch erkennen, dass es für sie schwierig wird, wenn sie dieses Leben noch viel, viel länger mitmachen und dass sie sich irgendwann zwangsläufig von ihren Eltern trennen müssen und dass das mit Sicherheit nicht einfach wird. Denn auch ihnen selbst fehlen natürlich finanzielle Mittel. Sie müssten ja nicht hungern, wenn sie sich das Ganze selbst erarbeiten können. Sie sind sehr abhängig von ihren Eltern, sind aber auch schon so weit, dass sie ihnen nicht mehr richtig vertrauen können, da die Eltern eben mit Geld nicht richtig umgehen können, der Vater eben durch seine Alkoholsucht auch durchaus das Geld von anderen nimmt, um seine eigene Sucht zu befriedigen. Und das ist natürlich ein ganz schwieriges Verhältnis, wenn es dabei um den eigenen Vater geht, dem man dann nicht mehr richtig vertrauen kann. Und das sind wirklich tiefe, tiefe Konflikte, die hier beschrieben werden und die ich unheimlich eindringlich fand. Mir hat die Sprache in dem Buch auch ganz gut gefallen. Ich habe mir jetzt nichts markiert aufgrund von schönen Formulierungen oder ähnlichem. Dafür war mir die Sprache zu einfach, aber ich mochte es insbesondere, dass sie das Ganze eher so nüchtern und berichtend erzählt. Dadurch bekam ich nicht das Gefühl, dass sie irgendwie Mitleid erzeugen möchte beim Leser oder dass sie im darauf hinaus möchte, dass sie eine ganz schreckliche Kindheit hatte und wir alle froh sein sollten, dass wir es besser hatten, obwohl es natürlich so ist. Niemandem würde ich diese Kindheit wünschen, aber ich mochte eben, dass sie das einfach so schildert, als hätte sie es für sich auch abgeschlossen und ihre Eltern mit diesem Buch eben auch nicht verurteilen wollte oder in den Pranger stellen wollte, sondern sie hat einfach geschildert, wie es war und da waren schreckliche Szenen dabei, da waren furchtbare Dinge, die ihre Eltern ihr angetan haben, aber gleichzeitig gab es da eben auch so viel Gutes und sie erzählt das eben ohne Verbitterung oder ohne Dinge zu dramatisieren und das hat mir sehr gut gefallen, denn es ist so schon kaum zu glauben, dass der Autorin das alles widerfahren ist, also was sie in ihrer Kindheit und Jugend alles schon erlebt hat.
Das hätte wirklich gereicht für ein komplettes Erwachsenenleben. Also das ist unfassbar. Ich kann es auch immer noch kaum glauben, dass das tatsächlich die Geschichte der Autorin ist. Man kann es natürlich auch immer schwer beurteilen, was davon jetzt alles stimmt. Es ist eine Autobiografie. Die Autorin hat es selbst geschrieben. Sie kann natürlich selbst entscheiden, was sie dort alles drin aufnimmt und was sie vielleicht ausschmückt oder anders darstellt. Aber es ist trotzdem einfach eine unglaubliche Geschichte, eine unglaubliche Kindheit und war für mich auf jeden Fall ein außergewöhnliches Leseerlebnis. Und jetzt möchte ich mit euch noch über die Verfilmung dieses Buches sprechen. Die kommt am 21. September in die deutschen Kinos und ich durfte sie mir vorab ansehen bei der Pressevorführung Anfang August in Düsseldorf und habe mich darüber riesig gefreut, dass ich überhaupt eingeladen wurde und fand den Film so großartig. Er hat mir auf jeden Fall besser gefallen als das Buch. Ich habe das Buch anschließend angefragt und anschließend gelesen. Vielleicht war das auch der ausschlaggebende Punkt, aber ich wollte unbedingt wissen, was die Romanvorlage ist, wie der Film umgesetzt wurde, welche Unterschiede es da gibt. Aber auch nachdem ich das Buch jetzt gelesen habe, würde ich sagen, dass der Film noch ein Stück weit besser ist. Nochmal zum Verständnis. Ich wurde zur Pressevorführung eingeladen, konnte mir den Film entsprechend einmal kostenlos ansehen. Es gab aber ansonsten keine Bedingungen, die daran geknüpft sind. Ich muss weder dieses Video hier drehen, noch muss ich etwas Bestimmtes zu Film oder Buch sagen. Ich habe auch kein Geld erhalten. Das ist also alles meine ehrliche und persönliche Meinung. Jetzt so ein bisschen das Wort zum Sonntag, aber aufgrund der Tatsache, dass auf YouTube, Instagram und so weiter Kooperationen oder bezahlte Werbung auch immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden, habe ich mal den Eindruck, als jemand, der es total ehrlich meint, dass ich das auch super transparent darstellen muss, obwohl das eigentlich jetzt gar keinen interessiert. Ich habe dafür eben nichts bekommen, es gibt hier keine Kooperation oder ähnliches. Ich erzähle euch nur meine Meinung zum Film und zum Buch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich müsste mich da rechtfertigen. Ist total Blödsinn. Aber ich möchte eben, dass ihr ganz genau Bescheid wisst, was hier los ist und ich würde sowieso niemals eine bezahlte Kooperation annehmen, bei der ich irgendwas Bestimmtes sagen müsste über ein Produkt, hinter dem ich nicht richtig stehe und dafür dann Geld bekäme. Ich finde das irgendwie falsch. Das ist nicht meine Auffassung von Ehrlichkeit und ja, ich hoffe, ihr wisst das irgendwie. Also wie gesagt, es passiert hier eben viel Mist auf YouTube und irgendwie fühlt man sich als jemand, der es ehrlich meint, verpflichtet, das anders zu machen, obwohl man es gar nicht müsste, weil man in dem Fall gar nicht betroffen ist. Ich komme zurück zum Film. Und warum hat mir jetzt der Film besser gefallen als das Buch? Jetzt kann man natürlich sagen, weil ich den Film zuerst gesehen habe und oft das erste Medium entscheidet. Aber ich würde sagen, dass der Film mir deshalb besser gefallen hat, weil er intensiver war und weil er emotionaler war. Und damit meine ich gar nicht, dass da jetzt der Punkt erreicht war, wo man Mitleid mit der Protagonistin hatte oder ganz klar gegen die Eltern war oder sowas, sondern es war fast noch ausgeglichener als im Buch. Also diese Gratwanderung zwischen einem sehr, sehr intensiven Familienleben, was auch eine ganz andere Nähe zwischen Eltern und Kind darstellt, als es vielleicht in konventionellen Familien der Fall ist, wo eben Eltern, beide Elternteile, keine Ahnung, von 9 Uhr bis 17 Uhr arbeiten und die Kinder dann überwiegend auch alleine zu Hause hocken oder dann vorm Fernsehen sitzen oder so. Das hat man natürlich in dieser Familie nicht und deswegen ist natürlich der familiäre Zusammenhalt auch nochmal ein ganz anderer und auch die Intimität eine andere. Es gibt eben auch keine materiellen Geschenke oder ähnliches. Es geht viel um Vertrauen und Verständnis und das ist in dem Sinne ein Widerspruch, weil man natürlich auch diese anderen Szenen hat, die eben auch im Buch natürlich geschildert werden, wo die Eltern ganz klar ihre Kinder irgendwo missbrauchen. Und damit meine ich eben nicht, dass die Eltern ihren Kindern gegenüber gewalttätig sind, sondern dass sie eben ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen oder generell ihrer Verantwortung als Eltern nicht nachkommen und die Kinder dadurch leiden. Und das ist so eine extreme Mischung, die auch im Film wahnsinnig gut rüberkommt. Und das zeigt eben auch dieses schwierige Verhältnis, auch diese Schwierigkeit, dass die Kinder sich tatsächlich von ihren Eltern abnabeln. Denn sie sind gleichzeitig auch wahnsinnig wichtig für die Kinder, aber sie zerstören auch ihr Leben. Und das ist wirklich ganz großartig dargestellt in diesem Film. Das hat mich mehrfach zerrissen. Ich konnte das so gut nachvollziehen, diese Liebe zu den Eltern und dieses Vertrauen, was eigentlich da ist und auch dieses enge Verhältnis und dann aber auch gleichzeitig diese Enttäuschung, die die Kinder immer wieder mitmachen müssen, weil die Eltern einfach ihre Versprechen nicht halten, weil man ihnen nicht vertrauen kann, weil sie sie teilweise sogar hintergehen und das ist ja ganz großartig gewesen. Also der Film, der hat mir wirklich ziemlich viel abverlangt, das kann ich schon sagen. Es ist durchaus eher ein Drama, wo es weniger darum geht, dass die Handlung spannend ist, als wirklich um ja dieses Zwischenmenschliche, was mir sehr, sehr nahe ging. Der Film bleibt auch sehr nah am Buch, also die größten Schlüsselszenen sind alle vorhanden. Es ist nur teilweise so, dass sie zusammengezurrt werden. Das ist also ein Ort und eine Handlung, die eigentlich im Buch an zwei verschiedenen Zeiten oder Orten stattfinden, dass die eben im Film zusammengezogen wurden und gleichzeitig stattfinden. Das macht natürlich die ganze Sache nochmal ein bisschen intensiver, weil ein bisschen mehr auf einmal passiert. Aber es führt eben auch dazu, dass nichts Wichtiges ausgelassen wird. Und ich empfand das als eine sehr gute Lösung, um eben nichts aus dem Buch weglassen zu müssen, aber den Film auch nicht unnötig lange erscheinen zu lassen.
Was mir auch gut gefallen hat am Film, ich finde dieses Leitmotiv oder der Titel der Geschichte kommt ein bisschen besser raus. Das Schloss aus Glas ist quasi ein Traum, den die Familie hat. Also der Vater hat seinen Kindern versprochen, dass wenn sie mal an einem Ort für längere Zeit bleiben, dass er dort für sie das Schloss aus Glas baut. Also ein eigenes riesiges Haus, wo jeder ein eigenes Zimmer hat und das komplett aus Glas ist, wo immer das Licht hineinscheint. Ich habe ja schon erwähnt, er ist sehr intelligent, er ist auch ja, ingenieurswissenschaftlich begabt, würde ich sagen. Und er hat entsprechend schon die kompletten Skizzen dazu angefertigt. Wirklich diffizile Blaupausen, wo alles bedacht ist, wo die Rohre verlaufen, wo die Solaranlagen angebracht sind und wo es die Treppe gibt, wie die Treppe beschaffen ist, wo jeder sein Zimmer hat, wie er das Ganze auch mit Elektrik ausstattet und so weiter. Er hat das alles durchgeplant. Er hat die Pläne überall da und er geht sie mit seinen Kindern immer wieder durch. Aber das Problem ist natürlich, dass er das niemals bauen kann, weil er natürlich überhaupt nicht über die finanziellen Mittel verfügt, weil er alkoholkrank ist, weil er keinen Job für längere Zeit ausführt, damit er überhaupt so viel Geld bekommen könnte, um da überhaupt mal den Grundstein zu legen. Aber er erzählt seinen Kindern immer wieder, dass sie das mal machen werden. Und als Leser oder Zuschauer weiß man natürlich ganz genau, dass es sich dabei nur um einen Traum handelt. Und es ist fast schon traurig, dass ein erwachsener Mann da so dran festhält und seinen Kindern das verspricht und vielleicht auch selbst so ein bisschen daran glaubt. Und es ist, ach, ich finde, es ist einfach ganz großartig auch dargestellt, wie, was passiert, wenn die Kinder älter werden, wenn sie langsam durchschauen, dass es total unrealistisch ist oder dass ihr Vater auch eigentlich nicht aktiv was dafür tut, um diesen Traum zu erreichen und wie sie sich dann langsam emotional auch distanzieren. Ich fand das einfach ganz, ganz großartig. Also es ist diese Art von Familiengeschichte, die ich liebe. Also der Film hatte wirklich Szenen, da habe ich durchgeheult und es gab Szenen, da konnte ich kaum hinsehen, weil die so grausam waren und er hat es auch geschafft, diese gewaltsamen Szenen auch so ruhig darzustellen und so auszukosten, dass man es wirklich kaum noch ertragen hat. Und ja, das ging mir einfach total nahe. Es war für mich ein sehr intensives Filmerlebnis, was ich auch seit längerer Zeit nicht mehr so hatte. Ich bin eben auch ein großer Freund von Dramen. Ich habe immer das Problem, dass mein Freund das nicht ist und es dann immer schwierig ist, mit dem irgendwie ins Kino zu gehen. Und es war mir auch dezent unangenehm, dass ich bei diesem Film so emotional reagiert habe, weil es war nun mal eine Pressevorführung. Es waren nicht unbedingt viele Leute in dem Kino und ich musste mich da echt zusammenreißen. Also es war ja, ein bisschen blöd, aber ich habe mich eben auch total auf diesen Film eingelassen und der hat mich einfach gepackt. Ich habe damit nicht gerechnet, ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet und ja, war überwältigt davon. Und deswegen würde ich euch allen empfehlen, diesen Film anzuschauen, wenn euch solche Familiengeschichten interessieren und Dramen im Allgemeinen. Denn es ist natürlich kein super spannender Film, der jetzt mit einer unheimlichen Handlung aufwartet, sondern es ist eben ein sehr emotionaler Film, auf den man sich eben einlassen muss. Und deswegen sollte man solche Art von Filmen auch mögen. Ich will euch auch unbedingt empfehlen, das Ende anzuschauen, denn da gibt es nochmal Videoausschnitte und Bilder der tatsächlichen Familie Walls. Und dann erkennt man so viel wieder und dann wird einem nochmal so schlagartig bewusst, dass es diese Familie wirklich gegeben hat und dass sie so ein Leben geführt haben. Da gibt es dann eben Bilder vom Familienvater Rex, von der Autorin Janet Walls und der Mutter als Künstlerin, wie sie mit ihren Bildern hantiert. Und das ist, boah, das hat mich dann nochmal völlig aus der Bahn geworfen. Also ich muss sagen, da ist mir das nochmal so richtig bewusst geworden, was ich da gerade gesehen habe, dass es natürlich ein Film ist und dass es natürlich auch besonders toll aufbereitet ist, aber dass es diese Familie gab und ja, da hat es mich nochmal zerrissen am Ende. Also das war wirklich ein ganz großartiges Erlebnis. Ich musste dann auch noch eine Weile sitzen bleiben. Die meisten sind schon so langsam rausgegangen. Ich habe aber so von allen gehört, dass sie sehr begeistert waren von dem Film. Und deswegen, ich möchte ihn euch einfach ans Herz legen, wenn ihr solche Geschichten mögt. Vielleicht lest ihr vorher das Buch, vielleicht auch nicht. Ich kann euch den Film auch ohne das Buch zu kennen empfehlen. Ich habe selbst große Lust, mir den Film nochmal anzusehen, dafür dann auch mal zu bezahlen, weil ich finde, der Film ist es einfach wert und wahrscheinlich werde ich ihn mir sogar auf DVD holen. Erstmal ist es was Besonderes, dass ich dazu eingeladen wurde, ihn vorab zu sehen und gleichzeitig hat er mich eben auch so sehr berührt, dass ich ihn gerne hier haben möchte und ich würde mich total freuen, eure Meinung zu dem Film oder dem Buch zu hören, egal über welchen Kanal oder egal zu welcher Zeit. Für mich ist das eben irgendwie jetzt eine ganz besondere Geschichte, die mich unheimlich packen konnte, die den richtigen Nerv irgendwie getroffen hat und deswegen, ja, möchte ich es euch einfach empfehlen und bin so begeistert. Ich hoffe, das kommt ein bisschen rüber. Ich hoffe jetzt, ihr konntet mit dieser Rezension und Filmempfehlung etwas anfangen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!